Dann mal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Ja. Ja, das ist ja ein Hochsicherheitstrakt hier, ne? Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das wirklich der Mörder hier, ob dieser Dr. Holmes. Ah, ich möchte. Wisst ihr, wenn ich mir so überlegt habe, ich wollte ja nach Divinity. Might and Magic spielen, ne? Vielleicht spiele ich doch erst Holmes. Da werden manche aufschreien vor Schrecken. Aber naja, gut. Ja, so, jetzt. Also, das ist wieder ganz typisch. Meine eigenen Grundsätze beherzige ich nicht. Die Atmosphäre. Wir bleiben in der Atmosphäre drin. Mehr oder weniger. Und schauen mal, was der hier zu sagen hat. Willkommen, Sir. Was führt Sie ins Mercy Mental Hospital? Ich möchte zu Holmes. Dr. Holmes. Ah, ein neuer Kunde. Bitte warten Sie im Aufenthaltsraum. Ich informiere den Herrn Doktor. Schau mal, ob wir irgendwelche optionalen Ziele haben. Bisher nicht. Na, dann kommt mal mit, Jungs und Mädels. Bitte bleiben Sie in der Cafeteria. Oh, da können wir uns einhacken. Haben wir einen Decker dabei? Ich glaube schon. Wir schauen erstmal den Getränkeautomaten an. Es ist eine automatische Arzneiausgabe. Sie erkennt dich nicht, also rührt sich nichts. Wir schauen mal in den Knotenpunkt, oder? Und? Geht nicht, oder? Darf ich nicht, oder? Nee, ihr sollt den... Ich will mich hier einhacken. Also nicht ich, sondern von mir aus, was weiß ich. Wer ist unser Hacker? Die Verbena, oder? Irgendwie haben doch so einen Dicker dabei. Hallo? Mach ich da was falsch? Wahrscheinlich. So. Lorraine. Hey, Mann! Hast du Josie gesehen? Nee. Glaube nicht. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen, aber Dr. Philipp hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Er sagt, dass ich mir immer zu viele Gedanken mache. Aber mit wem soll ich jetzt Schach spielen? Donny da drüben? Ach, der kann gerade mal 4 gewinnt. Ist Josie dann ein Kerl? Er ist echt der Beste. Wenn du ihn ansiehst, wirst du es verstehen. War ein Star im Urban Brawl. Er hat mir mal erzählt, dass er in seinen besten Zeiten bei den Screamern war. Er sieht fit genug dafür aus, also ich glaube ihm. Außerdem trägt er immer einen Super Brawl Goldring. Warum heißt es nicht Super Bowl? Brawl? Urban Brawl? Was? Das ist ein harter Job. Na, nicht so hart für Josie. Er behauptet, dass er ganze Saisons ohne eine einzige Verletzung überstanden hat. Hat allerdings meistens in der Position des Outriders gespielt. Hier sind so mehrere Andeutungen auf irgendwas, oder? Hilfst du mir wenigstens, ihn zu suchen? Ich habe hier einen Schlüssel, den ich dem Wächter von der Tagesschicht klauen konnte, aber sie behalten uns stets genau im Auge. Du könntest einen Blick in die Krankenstation riskieren und nachschauen, ob du eine Akte oder sowas findest. Vielleicht haben sie ihn ja einfach in einen Beruhigungsraum gesperrt und sagen mir nichts. Ja, ich versuch's, aber versprechen kann ich nichts. Okay, ich werde hier warten, wenn du das für mich machst. Okay. Kann ich jetzt hier rein mich hacken? Nein. So, Donny. Du 4 Gewinnspieler. Hallo, Fremder. Du scheinst neu zu sein. Bist du neu? Jo, ich suche Dr. Holmes. Donnys Gesicht wird blass. Oh, ich glaube, das willst du wirklich nicht tun. Nein, nein. Was soll denn das heißen? Die Aufmerksamkeit des Doktors zu erregen, ist das Letzte, was du hier tun möchtest. Wenn du ruhig bleibst, lebt es sich viel leichter, sehr viel leichter.
Ja, also ich bin Catwin. Und du? Na, Donny. Donny, das ist mein Name. Donny. Ich wusste doch, dass ich dich nicht kenne. Ich kenne alle hier. Alle. Naja, alle auf den ersten zwei Stockwerken. Irgendjemand, wegen dem ich mich vorsehen müsste? Donny? Nein, nur nicht auf diesem Stockwerk. Nur die Ruhigen unter uns dürfen in die Cafeteria. Wenn du Probleme machst, musst du auf deinem Zimmer essen. Ich soll für die Konzernführung eine Arbeitsschutzuntersuchung durchführen. Na dann willst du doch nicht mit mir reden. Ich arbeite hier doch nicht. So verrückt bin ich dann auch nicht. Ja. Jo. Wir schauen mal nochmal vor, ob es noch was Neues gibt. Oder erstmal hier Wände vielleicht. Ach nee, halt! Hier. So. Das ist nicht schön, was da so rumliegt, oder? Der Gestank nach Blut und Schimmel wird immer stärker, je näher du an die Krankenstation gelangst. Ja, dann schauen wir uns erstmal kurz um. Was haben wir hier? Ich finde eine unbeschriebene Trivet-Disk. Momentan habe ich die Möglichkeit, keine Möglichkeit, die Disk irgendwie abzuspielen. Und hinten? Auf dem Operationsbeiwagen sind lauter schaurige Instrumente verteilt. Modussägen und metallene Schraubzwingen. Ja, das ist ja wohl das Ekligste. Ein abgetrennter Arm liegt neben dem verschlossenen Leichensack. Der Arm sieht aus, als gehöre er zu einem Menschen und scheint sauber am Ellenbogen abgetrennt worden zu sein. Am Zeigefinger steckt ein großer Goldring. Der Besitzer des Rings liegt wahrscheinlich im Leichensack. Ich klau mal den Ring, ne? Man weiß ja nie. Das ist doch der Super Bowl-Ring. Oder Brawl. Also ziehe ich den schweren Ring vom kalten Finger und ich fühle das Gewicht in meiner Handfläche. Der Ring ist graviert. Im Inneren steht Screamer 2048. Könnte ein Code sein. Diesmal schreibe ich meiner nicht auf. Ich hoffe... das ist bestimmt falsch. Ne? Vielleicht komme ich damit in den Computer rein. Nee. Die Krankenakte zu Josiah C. Dawson. Das ist wahrscheinlich der im Leichensack, ne? Ich lese mal. So, Name, den hat man. Geburtstag 2015, 1,90. Könnte Basketballspieler sein. 95 Kilo ist eigentlich für 1,90 in Ordnung, ne? Im Ruhestand. Keine Allergien. Medikamente nimmt der Alprazolam und Rapexatin. Kennen wir ja alle, ne? Nehmen wir alle mal. So, Grund für den Aufenthalt, posttraumatische Belastungsstörung. Verstorben. Gibt es noch eine Notiz? Der Patient besaß undokumentierte Cyberware in seinem linken Arm sowie mehrere Granatsplitter in verschiedenen Teilen seines Körpers. Bei der Transplantation des Armes könnten Komplikationen auftreten. Der Rest des Körpers ist jedoch im ausgezeichneten Zustand und kann verwendet werden, um andere Subjekte aufzubessern oder spezifische Anforderungen zu erfüllen. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ist das so in Ordnung? Dürfen die das? Oder nicht? Ist das nicht so? Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und fragen nochmal die Lorraine, oder Lorraine heißen, oder? So, Lorraine, ich bin nochmal da. Na, hast du was gesehen? Josie, geht's nicht besonders gut? Nee. Ich druck's mal ein bisschen rum. Nee, ich sag's direkt. Ich bin so direkt. Ist tot, leider. Tot? Aber ich habe ihn doch vor kurzem erst... Weißt du, was ihm zugestoßen ist? Hier, der Ring. Du meinst eher... Oh Gott, trotzdem. Danke für deine Hilfe.
Eine knackende Lautsprecheransage hallt durch den Raum. Achtung, Achtung, Gatwin, bitte melden Sie sich im Nordflur. Der Verwalter erwartet Sie dort. Ich glaube, das sind wir, ne? Die Uhr ist stehen geblieben. Sie zeigt wahrscheinlich die gleiche Uhrzeit wie schon vor 40 Jahren. Könnte sein. Wir kommen noch nicht in dieses Hacking-Tool. Sollen wir nochmal mit dem reden hier? Nee, ne. Nö. Wir sollen uns ja im Nordflur melden. Warte, dann mal. Wir haben uns im Nordflur melden. Ja, ich weiß, das Speichern nicht möglich. So, jetzt. Ach, das ist doch der Elf. Den kenne ich. Den kenne. Aha. Ha. Den habe ich mal gemerkt. Vor mir steht der womöglich hässlichste. Den haben wir doch schon mal mit seinem peinlich sauberen Laborkittel. Und dem feinen Jacket und der altmodischen Fliege sieht so aus wie ein Bestatter. Ja, das hat man. Aber den kriege ich nicht mehr hin, ne? Guten Tag, wie kann ich behilflich sein? Dr. Holmes, alias Silas Forsberg, wie wär's, wenn wir uns einmal kurz unterhalten? So. Ich fürchte, da liegt ein Irrtum vor. Silas Forsberg war ein Patient von mir, der bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Na gut, dann auf die umständliche Tour, oder? Dr. Holmes, ich habe den Grund zur Annahme. Verbindung steht Schluss mit dem Theater. Das war eine schlechte Masche. Na gut, dann auf die umständliche Tour. Dr. Holmes, ich habe Grund zur Annahme, dass Sie mit den Morden des Emerald City Rippers in Verbindung stehen. Holmes zwingt ein Seufzen durch das falsche Grinsen auf sein Gesicht. Wir haben es hier, wie so oft, mit Wahnvorstellungen zu tun. Und ich bin doch immer wieder überrascht. Ich schätze, das sollte ich wohl eigentlich nicht sein. Schließlich ist dies ein Ort für kaputte Dinge. Es ist nur logisch, dass ein kaputter Verstand diesen Ort aufsuchen würde. Wachen! Au! Au! Gleich auf die Schamanin drauf, ne? Kann ja wohl nicht sein. 61 ist nicht die Welt, ne? Wie oft darf ich denn? Ja, tja, was soll ich sagen? Warte mal, gib mir mal ein bisschen AP. Kannst du doch, oder? Erhöhe die AP. Damit der nochmal dran ist. Und tschüss. Waren das schon alle Wachen? Nicht anzunehmen, ne? Tja, ich sehe gar keine mehr. Dadurch kommt man nicht, ne? Oh, wir kommen jetzt in den Knoten hier rein. Mit unserem Decker. Achso, halt, warte. Nehmen wir auf. Schlüssel der Wache haben wir aufgenommen. Mach mal auf. Aha. Stell dich mal hier rüber. Fehlt es gut? So, Gatwin. Stell dich mal. Ah, ist ja super. Stell dich trotzdem hin. Ja. Schade. So, du, meine Freundin, kannst du zufällig heilen? Verlangsamung. War doch auch mal was, oder? Kann der auf die Entfernung? Ja. Was hast du noch? Ja, von mir aus. Ein kleiner Blitz, ne? So, dann kannst du eigentlich nach vorne. Ball ist mal vorbei. Und du kannst gar nichts. Ja, dann stell dich mal hier hin. Los. Super. Ja, voll. Oh, ja, ja, was ist denn da los? Warum denn immer auf meine Schamanin? Was hatten die euch getan?
Waren immer noch nicht die letzten. Ach, hier ist er wieder. Die Gegensprechanlage in der Nähe erwacht mit einem Knistern zum Leben. Dr. Holmes' Stimme schallt daraus hervor. Achtung, Achtung an alles Personal. Ein gefährlicher Patient bewegt sich frei in den Einrichtungen umher. Das Subjekt ist männlich, ein Mensch und arbeitet womöglich mit anderen gewaltbereiten Personen zusammen. Die Anwendung notwendiger Gewalt ist hiermit gestattet. Ja, super. Super. Ja. Unsere Freundin hier könnte sich doch in den Knoten hier einhacken, oder? Oder? So, du müsstest mal trotzdem... Nur mal so, ne? Prophylaktisch. Sag mal, kannst du nicht ein bisschen uns mit unterstützen? So, ja, ich... Warte, jetzt müssen wir mal schauen, ob die das wirklich kann. Achso, halt, die hier brauchen wir. Lass, geh mal rein. Super, hat ja toll geklappt. Das war gar nicht ohne Hackerin, oder? Idiot! Ich Idiot! Idiot! Du... Doch, Decking 4. Traum. Ah, super. Oh Mann! Decking 4 ist doch nicht so schlecht, oder? So, jetzt ist er drin. Was kannst denn du? Kannst du... Was? Er schafft ein Schild. Er schafft ein Killer-Experten. Nochmal, Killer-Experten. Obwohl, Schild wäre nicht so schlecht gewesen. So, kann ich gleich? Nee, kann ich nicht. Ja, dann... Warte, hier. Ja, dann stell dich mal hier hinten. Ah, nee! Da hast du keinen Schutz. Kannst du nochmal? Ja, kannst du. Na, warte, dann. Los. Oh, 100 war nicht schlecht. Das war gar nicht so übel. So, 38 ist ein bisschen wenig. Macht uns so gut wie gar nichts. So, So, los geht's. Ach, schade. Oh Mann, nicht immer zu verfehlen. Ach, das ist ja blöd. Gott sei Dank, verfehlt ja auch. Warte mal, was kann ich denn noch? Kann ich wieder? Ja. Na dann. Fein. So, dann los. Heck. Badezimmertürschloss. Ja, und was? Jetzt haben wir das Badezimmertürschloss gehackt, ne? Was bringt uns das? Was bringt uns das? Achso, jetzt können wir hier rein, ne? Sehr schön. So, du bleibst mal hier. So, du gehst mit hier rein. Und... Jo, versteckst dich. Ach, darf's nochmal. Schön. Dann kannst du eigentlich hier... Oh, hast du nicht geschafft? Der lebt noch. Warte mal kurz.
Pass auf, wir stellen uns mal ganz provokativ hier hin. Verfehlt ist gut. Verfehlt ist immer gut. Wumm! Haut sie ihn um. So, was haben wir hier? Privatakten, Datenspeicher, Käuferverzeichnis. Oh. Was heißt das? Kneipenquittung, Käufer. Aus der Datenbank des Hospitals, gezogen. Es scheint eine Liste aller Kunden zu sein, die Bunraku gekauft haben. Für was ist das wichtig? Ist irgendwas, irgendeinen tieferen Sinn, dass wir das wissen? Was denkst du? Hat es irgendeinen tieferen Sinn? Kommen wir jetzt hier wieder raus? Ja. Fein. So, jetzt können wir hier auf alle Fälle schon was nehmen. Oh. Ja, nee. Warte mal. Kann ich die mir auswählen? Wie, was ich da schicke? Warte mal, lass er diesen Gegenstand, wo er ist. Lass er diesen Gegenstand... Nee, halt! Warte, warte. Lass er diesen Gegenstand, wo er ist. Lass er diesen Gegenstand, wo er ist. Nee, wir... Wartet mal. Warte, da hinten ist noch was. So, das schicken wir mal. So, schicke diesen Gegenstand in, zu deinem Vorrat, ne? Ja, genau. Du gehst mal hier rein. Und nimmst mal so ein Heilpaket. Ja. Na? So. Jetzt sind wir wieder hier dran. Das haben sie eigentlich blöd gemacht, ne? Dass wir jetzt immer so im Kampf sind. So, passt auf. Haben wir jetzt alles genommen? Oh Gott, ich bin... Haben wir da jetzt alles genommen? Oder nur eins? Oder... Nimm mal. Gegenstand aufgenommen. Was ist mit den anderen Gegenständen passiert? Jetzt muss ich mal schauen. Ich bin jetzt hier voll aufgeladen. Ich weiß ja nicht, was... Oh, ich hoffe, der hat es jetzt in meinen Vorrat geschickt, oder? Ich hoffe das, ne? Ich hoffe es wirklich inständig. So, ist jetzt noch irgendwas aufgegangen? Das hier? Nee, ist nicht aufgegangen. Hm. Na dann... Ja, das ist blöd. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte... Was hat denn jetzt eigentlich unsere Freundin hier? Moment mal. Du machst erstmal nachladen. Wäre blöd, ne? So unnachgeladen hier weiterzulaufen. So, und dich schauen wir mal. Du hast eins. Blöd, ne? Das ist echt doof. Doof. Ja, ich würde sagen, wir schicken da Gatwin rein, ne? Soll der Charakter... Oh, ich denke...